Augenschein. Lieber Blume, nee, pass auf. Ja, gut. Heute ist Nikolaus und das ist die Gelegenheit, das zu machen. Das ist schon was ist in Ihrer Kindheit schiefgelaufen? Ich bin nicht Ihr Teppich, glaube ich. Ich bin für modernes Flagellantentum und das bedeutet, dass ich Sie... Aber Flagellantentum heißt, man kasteilt sich selber notfalls durch Schokonikoläuse im Übermaß und Überdruss. Ne? Heute ist Nikolaus. Haben Sie auch ein Argument? Können wir mal anfangen? Was? Nee, wenn Sie diese Mütze aufhaben, habe ich Angst vor Ihnen. Das ist pervers. Das ist so wie in... Es gibt in Schöneberg so einen Swingerclub. Alles kann, was? Nichts muss. Das wird also hier aber Banken am Pranger, alles von wegen Swinger. Pass aber auf, Banken wir haben ein Pranger? Ernstes Thema, so wie jede Woche. Banken am Pranger, wie viele Skandale sind genug? Das ist schon wieder so rührend, dass ich das gar nicht glaube. Das heißt, weil wer das formuliert hat, geht ja davon aus, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo tatsächlich die Banken und die Bankmanager das Maß des Erträglichen, also ich möchte mal sagen, übererfüllt haben und wo dann wirklich Konsequenzen. Sehr witzig. Ich meine, die haben den Laden vor 5, 6, 7, 8 Jahren fast komplett vor die Wand gefahren und es ist einfach gerade mal gar nichts passiert. Das stimmt jetzt nicht. Nein. Also, dass nichts passiert ist. Das mit der Finanztransaktionssteuer, darüber reden wir jetzt wie lange? Und ich meine, wann wird die eingeführt? Ja, aber Sie wissen, dass die schon gewissen Regeln unterworfen worden sind und dass bestimmte Produkte verboten worden sind, also an bestimmten Orten in dieser Form nicht mehr gehandelt werden. Es ist schon eine Menge passiert und trotzdem, ich bin ja bei Ihnen, es ist nicht genug passiert. Vor allen Dingen haben die manche, sagen wir mal so, Banker sich nicht hinreichend verändert. Und mein Argument war oder ist, wer sich mit öffentlichen Geldern retten lässt, dessen Branche mit öffentlichen Geldern gerettet wird, der wird zum öffentlichen Gut, wie es in einer Rede von Norbert Röttgen damals sehr, sehr gut erklärt war. Ich möchte den Zuschauern nur ganz sagen, weil die das vielleicht nicht wissen. Sie haben einen Artikel geschrieben. Sie sind ja Journalist. Und als Journalist was wollten Sie werden ursprünglich? Ich wollte immer irgendwas mit... Lokomotivführer werden. Aber jetzt mal im Ernst. Norbert Röttgen hat in einer sehr, sehr guten Bundestagsrede ganz... kurz nach Ausbruch der Finanzkrise im Oktober 2008 erklärt, warum man Banken retten muss mit Steuergeld, obwohl das ja Firmen sind wie eine Schraubenfabrik oder wie eine Autofabrik. Ja. Es ist aber ein Unterschied, wenn ganz viele Banken pleite gehen, geht mehr kaputt als nur eine Reihe von Firmen. Da reißt was weg, was dann als Schaden bei allen ankommt. Und darum haben alle ein Interesse daran, das zu verhindern. Es ist somit eine Art öffentliches Gut. Ah. Also muss der Steuerzahler gelegentlich also in Mithaftung gehen. Öffentlich und ist auch gut. Es gibt also auch öffentliches Gut. Das heißt, es ist nicht alles schlecht, ein öffentliches Schlecht, sondern es gibt auch ein öffentliches Gut. Das ist wichtig aus dem Mund eines CDU-Politikers. Das ist auch wichtig aus dem Mund eines Journalisten. Geht's wie Sie. Noch aufscheinen? Nein. Sie gehören doch alle zu der Gruppe von Leuten, die uns irgendwie so seit 30 Jahren erklären, alles, was privat ist, ist toll. Und alles, was öffentlich ist, ist irgendwie schlecht. Und also öffentliche Toiletten, öffentliches Fernsehen, das ist so. Aber privat ist alles toll. Stimmt, Sie schicken Ihre Kinder ja auch auf die öffentlichen Toiletten. Aber das mal einfach mal ab. Natürlich gibt es Dinge, die staatlich sein müssen. Also das Justizwesen sollte man beispielsweise nicht privatisieren. Auch ein öffentliches Gut. Amerika gibt es private Gefängnisse. Man kann auch schlecht die Umwelt privatisieren, deren Schutz auch ein öffentliches Gut ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass alles, was ein öffentliches Gut ist, unbedingt vom Staat gemanagt werden müsste. Das ist jetzt ein Fehlschluss aller Linkspartei. Nein, jetzt wird es dialektisch. Es ist überhaupt nicht dialektisch, es ist eine ganz pragmatische Abwägung, wer kann was am besten. Ja. Ist das öffentliche Gut, wenn du so wollt, ist das ein funktionierendes Bankenwesen besser in der Hand von privatwirtschaftlich organisierten Firmen aufgehoben oder macht es der Staat besser? Es gibt ein kleines empirisches Beispiel. Es gibt ja staatliche Banken, es gab sie, die sind alle pleite. Ja. Und es gibt private Banken. Ja. Die haben alle miteinander Mist gebaut, aber unterschiedslos. Mhm. Also, dass der Staat es besser gemacht hätte, zurückhaltender auf irgendwelchen Märkten mit Credit Default Swaps agiert hätte, das stimmt ja gar nicht. Die haben genauso gezockt. Im Prinzip hier, nachdem das funktioniert. Früher sprach man von Bankbeamten. Ja? Sie erinnern sich noch an Herrn Ackermann. Herr Ackermann, den kennt jeder, Ackermann. 25% Eigenkapitalrendite hatte er seinerzeit vorgegeben. Das kriegen Sie halt nur im Drogenhandel. Das kriegen Sie nur in der organisierten Kriminalität. Und wenn man sich mal den Rekord der Deutschen Bank anguckt, dann ist das der einzige Unterschied zur organisierten Kriminalität, dass bei der Deutschen Bank das ursprünglich nicht das Unternehmensziel war. So. Und jetzt gibt es die Nachfolger. Gibt es die Nachfolger. Die sollten den Kulturwandel einleiten. Herr Fitchen und Herr Jane, glaube ich, heißt er. Kulturwandel. Ja? Der Kulturwandel besteht darin, dass jetzt die Eigenkapitalrendite nur noch 17% betragen muss. Das ist aber immer noch zu hoch für anständige Geschäfte, wie man ja sieht. Denn global, rund um den Globus sozusagen, haben die Das würde anders, wenn es der Staat macht. Das würde anders, wenn man sagt, wisst ihr was, Renditeziel liegt irgendwie bei 4% oder 5% oder 3%, denn ihr habt hier eine Art, ihr seid Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ihr versorgt die Wirtschaft mit Kapital. Nein, das ist der Wunsch, als Vorsorger, als guter Staat daherzukommen und in Wahrheit den Leuten das Geschäft aus der Hand zu nehmen
und für alle Fürsorge zu tragen, die aber möglicherweise gar nicht an die Hand genommen werden wollen und über die Straße gezerrt werden wollen. Die wollen selber entscheiden, ob sie über die Straße gehen. Das ist der Unterschied zwischen so einem Allbeglückungsanspruch, mit dem die SPD übrigens gerade krachend eine Wahl verloren hat. Doch, genau das ist es. Das genau steckt dahinter. Wasser, der Staat, Straße, Eisenbahn, Banken, das sind halt Sachen, die sollten in Staatshand sein. Ja, das stimmt. Autoindustrie, das Bäckereihandwerk muss nicht staatlich organisiert werden. Sie sehen ja den Unterschied. Sie können es ja alles empirisch nachprüfen. Früher hatten wir die Beamtenbahn, weil sie so sehr auf den Bankbeamten abgehoben haben. Die fuhr, glaube ich, zuverlässiger als die heutige Bahn. Und vor allen Dingen war sie flächendeckender. Sie war natürlich überall vertreten. Sie war als staatliches Unternehmen vielleicht überall vertreten, aber pünktlich fuhr sie nicht. Und sie war auch nicht gut gepflegt. Und sie hatte keinen ICE und sie hatte keine Neubaustrecken und so weiter und so fort. Aber jetzt hat sich die Staatsbahn, die ja immer noch ein staatlicher Besitz ist, ein bisschen rausgezogen. Und dann haben sich neue, kleine Bahnen gegründet. Sie können von Berlin an die Ostsee mit einer privaten Bahn fahren, auf den Schienen der Deutschen Bundesbahn. Und trotzdem funktioniert das. Also ich sehe jetzt das Problem gar nicht. Sie bauen einen Popanz auf. Ich würde viel lieber über diese einzelnen Leute reden, die sich jetzt langsam mal verhalten müssten. Nee, Sie wollen das Problem individualisieren. Das ist genau, das ist sozusagen, Sie sind, pass auf, das ist doch ganz lustig, weil Sie sind nicht doof genug, um zu glauben, dass es so weitergehen kann, aber Sie sind auch nicht klug genug, um sozusagen den entscheidenden Schritt zu tun, dann daraus die Konsequenzen zu ziehen. Sie appellieren irgendwie so an die, ja an was eigentlich, an die Verantwortung dieser Aufsichtsräte. Das ist doch lächerlich. Sie müssen den Jungs den Stöpsel ziehen und es entweder so machen wie Münchau, ja, mein Lieblingswirtschaftskolumnist, der sagt, da muss man so einen Laden auch mal schließen, da muss so eine Bank einfach mal geschlossen werden. Ja, dagegen habe ich ja gar nichts. Und zwar ihr die Lizenz entziehen, also als Strafaktion zu sagen, wir entziehen euch die Banklizenz, weil ihr damit nur Mist baut. Oder am besten den Laden gleich verstaatlichen. Ich habe ja nichts gegen Aufsicht und Regulierung. Das muss ja sein, wie jeder andere Markt, der Automarkt ja auch beaufsichtigt wird, meinetwegen durch den TÜV zum Beispiel, durch den nicht jedes Auto kommt. Als staatlicher, hoheitlicher Eingriff. Und das ist ja auch gut so. Dagegen habe ich ja gar nichts. Ich habe nur was gegen die Pauschallösung, die jetzt irgendwie, der Staat kann es ja eh besser. Sie haben völlig recht, in der Bevölkerung geht das Pendel gerade zurück. Früher haben sie alle geglaubt, nur privat kann es besser. Das war wahrscheinlich auch falsch. Jetzt schlägt das Pendel aber voll durch die Mitte in die andere Richtung. Und das ist eben auch falsch. Das soll nicht passieren. Da müssen wir unbedingt davor sein. Also das wäre natürlich, wenn so ein Kulturwandel... Aber da hatten wir das Pendel an. Nachdem wir verstehen Sie doch. Können Sie es nicht mehr pragmatisch sehen? Was soll können Sie das sich mal mit gesunden auf den Tisch mitgebracht haben? Was ist ich wollte Ihnen was Gutes tun. Schachtel Pralinen für mich. Das ist hier ein Monopoly. Ja? Ich habe ein Monopoly Ihnen mitgebracht. Das Spiel der Kapitalisten. Das ist nämlich, aber ich habe es versüßt für Sie. Es besteht nämlich aus Schoko in Wahrheit. Aber es geht so, Sie müssen jetzt hier, ne, Sie müssen das hier so drehen, verdammte Hacke. So, und dann bleibt das irgendwo stehen, zum Beispiel auf dem Bahnhof. Und dann kriegen Sie den Bahnhof und den können Sie aufessen. Wir können aber auch noch viel besser, wo ist denn das jetzt? Verdammte. Herr Blume, Ich habe auch noch Neuilly, das ist nämlich die Heimat der Banker. Da wohnen die ganzen Typen, die Sie alle gerne verstaatlichen möchten. Das ist doch alles Quatsch. Sie wollen doch nur Boulevard de la Villette. Place Pigalle haben Sie nicht für mich, zufälligerweise. Nein, das habe ich aussortiert. Das ist kinderfreies. Das ist ein zynischer Witz. Sie wissen, dass nach der Finanzkrise sozusagen Monopoly ist, das ist ja quasi metaphorisch für dieses Schweinesystem, in dem wir uns bewegen. Und Sie wollen das jetzt mit Schokolade hier versuchen, für mich zu versüßen. Nein, was heißt Monopoly? Monopoly ist das Spiel um Geld. Okay, aber... Und wo wohnt Herr Fitschen in diesem Monopoly? Schlossstraße, wie heißt das auf Französisch? Rue de la Paix und Avenue des Champs-Élysées? Ich weiß nicht, Bouvard Saint-Michel vielleicht, keine Ahnung. Für 180 Euro wahrscheinlich nicht, eher für 180.000 Euro. Aber lösen Sie sich doch mal davon. Monopoly ist ein gutes Spiel. Da lernt man, was zu riskieren und was zu verlieren. Und das beides gehört ja zusammen. Und zum Beispiel können Sie jetzt noch eine Schoko gewinnen. Sie lenken ab. Ich möchte wieder zu unserem Thema zurück. Das ist mir nämlich wichtiger. Jetzt soll er nicht so spießig. Nein, bevor die Sendezeit vorbei ist. Man muss doch mal spielen. Hallo, möchte ich noch mal einmal das Zitat bringen von Fitschen, was er in seiner Rede... Einmal noch ernst, nur eine Sekunde noch ernst, ganz kurz. Ja? Sie hatten jetzt Ihren Schokowitz, war echt wahnsinnig lustig, aber jetzt ganz kurz. Fitschen hat in seiner Rede, die er gehalten hat, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, hat er gesagt, wenn Sie ein Auto bauen, das nur Tempo 20 fährt, haben Sie wahrscheinlich ein sicheres Auto, aber versuchen Sie das mal zu verkaufen. Das hat er gesagt als Begründung dafür, warum seine Bank weiter diese lebensgefährlichen Produkte. Das ist so, als würde Mercedes Autos verkaufen, müsste aber immer, wenn es einen Unfall gibt, müsste sozusagen der Staat dafür haften. Das ist praktisch so die Metapher, das ist die Metaphorik. Nee, also keine Metapher, das ist solchen Leuten Schoko. Kommen Sie auch mit Schokolade nicht bei. Avenue Matignon esse ich aber. Danke. 20 km/h schnell.